Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie kannst du deinen Blutdruck effektiv senken und zwar ohne Medikamente? Ich habe drei Tipps für dich. Der erste Tipp, nimm regelmäßig Leinöl zu dir. Warum gerade Leinöl? Leinöl enthält hohe Omega-3-Fettsäuren, die deine Blutgefäße elastisch und verformbar machen und sie selbst durch die kleinsten Blutgefäße hindurchrutschen können. Hast du aber eine Verengung, dann kann das Blut nicht so gut durchfließen. Deshalb müssen die Blutzellen elastisch gemacht werden, verformbar gemacht werden, damit sie trotzdem hindurchrutschen können. Omega-3 enthält auch das Prostaglandin, das deine Gefäße weitet. Dadurch können die ganzen Blutgefäße sich entspannen. Das Blut kann viel besser hindurchfließen und die Folge ist, dass dein Blutdruck sinkt. In einer Studie nahmen 44 männliche Probanden an einer Studie teil. Die erste Gruppe bekam 60 ml Leinöl täglich, die andere Gruppe bekam Sonnenblumenöl und Olivenöl. Bei der ersten Gruppe hat sich eine viel effektivere Wirkung gezeigt als bei der zweiten Gruppe. Deshalb mein Tipp an dich, nimm täglich Leinöl zu dir, verwende es für die kalte Küche, für Salate, für Smoothies, für Aufstriche, damit dein Blutdruck gesenkt werden kann. Mein zweiter Tipp, bewege dich regelmäßig. 15 bis 30 Minuten Sport am Tag können dazu führen, dass dein Blutdruck dauerhaft um 10 bis 15 mmHg gesenkt werden kann. Was passiert bei Bewegung? Bei Bewegung wird das Stickstoffmonoxid frei. Und Stickstoffmonoxid verhindert weitere Ablagerungen und kann bei bestehenden Ablagerungen die Kappen verschließen, sodass die nicht platzen oder reißen können. Würden diese Ablagerungen nämlich platzen oder reißen, dann würden diese Bruchstücke mit dem Blutstrom weiterfließen, andere Gefäße verstopfen, verschließen, was dann zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann. Deshalb mein Tipp an dich, mache regelmäßig Sport, bewege dich regelmäßig, damit dein Blutdruck gesenkt werden kann. Eine Untersuchung mit 9.306 Teilnehmern hat gezeigt, dass die Probanden, die 2.000 Schritte am Tag gingen, ein um 10% geringeres Risiko hatten, an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder daran zu sterben. Mein dritter Tipp ist, reduzieren Sie Ihren Salzgehalt. Heutzutage wird viel zu viel Salz aufgenommen. 2 bis 3 Gramm Salz sind normal am Tag. Heutzutage sind es schon 6 bis 10 Gramm täglich. Was führt zu diesen hohen Mengen an Salz? Erstens Fertiggerichte, Snacks, Restaurantkost können zu diesen hohen Mengen führen. Und diese hohen Mengen schädigen das Gehirn und die Blutgefäße. Zu viel Salz in der Nahrung forderte nach einer Studie 2010 2,3 Millionen Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind 15% aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführenden Todesfälle. Was passiert aber im Gehirn? Warum schädigt Salz das Gehirn und den Bluthochdruck? Ein Forscherteam fand heraus, dass es zu Veränderungen im Gehirn kommt, wenn man zu viel Salz aufnimmt. Es kommt zu Veränderungen in den Nervenzellen, die dann ein Hormon Vasopressin freisetzen. Dieses Vasopressin erhöht bei hohem Salzkonsum den Bluthochdruck. Salz jedoch verhindert die rechtzeitige Hemmung der Vasopressinausschüttung. Deshalb mein dritter Tipp, achten Sie auf Ihren Salzgehalt. Nehmen Sie täglich die 2 bis 3 Gramm Salzmenge zu sich, aber nicht mehr. Unter dem Video findest du einen Link, dort bekommst du die vier wirksamsten blutdrucksenkenden Lebensmittel, die ich dir auf drei Zetteln zusammengetragen habe und die dir helfen, deinen Blutdruck effektiv zu senken. Du erfährst Schritt für Schritt, warum dieses Lebensmittel deinen Blutdruck senkt, wie du es anwenden musst, worauf du unbedingt achten solltest und wo du es in guter Qualität herbekommst. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere meinen Channel und hole dir hier unten die kostenlosen Tipps, um deinen Blutdruck effektiv zu senken. Bis dahin, alles Gute, ciao!